Ja, schön, dass das geklappt hat, dass wir uns Sehr jetzt quasi gern. auch persönlich Ja. hier wiederfinden, in dem Gespräch, für unser neues digitales Magazin, was wir auf die Beine stellen. Und ja, im Endeffekt wär's mal schön, erzähl einfach mal über dich, was du so machst, woher du kommst, und in welcher Firma denn tätig bist. Ja, Das wäre vielleicht mal also. so als Anfang schön. Ja, genau. Also ich heiße Ralf Skripczyk, bin 57 Jahre alt, bin von Haus aus gelernter Koch, bin Küchenmeister, Diätkoch und ja, habe so verschiedenste Stationen des Kochberufes durchgemacht. Also angefangen habe ich nach dem Abi in der Sternegastronomie und dann bin ich sehr viel durch Deutschland getingelt, war auch mal kurz im Ausland. Und bin seit 2001, seitdem die Gastro und Zoll gegründet wurde und Café del Sol gegründet wurde in Hildesheim, bin ich der erste Küchenchef, also sozusagen der zentrale Küchenchef. Bin dazu auch noch der Einkäufer und ja, schreibe die Rezepturen. Und im Laufe der Jahre habe ich natürlich auch eine Mannschaft zusammen, sodass ich jetzt mehr oder weniger im Büro sitze und meine Jungs von der Operation vor Ort gucken, dass das alles so läuft, wie es sein soll und Qualitätsmanagement und Checks machen. Ja, und zu Café del Sol kam dann nochmal irgendwann die Bavaria ein dazu und dann kam nochmal die Steakhouse-Konzept Lebenslust dazu. Und so haben wir im Laufe der Jahre jetzt 40 Betriebe am Start. Und ja, da gibt es jede Menge zu tun. Und wir müssen natürlich immer schon vorarbeiten, weil es ist ja nichts so schlimm, als wenn du dann reagieren musst, sondern wir versuchen zu agieren, dass wir dann im Vorfeld schon auf so einige Sachen vorbereitet sind. Super. Also darauf zielt das Ganze ja auch ab im Endeffekt, einfach mal auch mal zu hören, wie es war jetzt in der Lockdown-Phase oder wie es ist bei euch. Deswegen habe ich ein paar Fragen vorbereitet, wie zum Beispiel, was war eigentlich euer erster Gedanke oder dein persönlicher Gedanke, wo die Verkündung kam, es kommt zu einem Lockdown? Die Gastronomie ist zu. Was war so dein erster Gedankengang eigentlich, so wo du sagst, also privat Naja. sowie beruflich? Ja, also wäre mal spannend zu wissen. Naja, klar. Also privat war als erstes, oh Gott, jetzt bin ich schon so reif und gealtert und aber das hatte ich noch nie. Also das war so der erste Moment. Dann war es natürlich, wie geht das jetzt weiter? Wie wird sich mein Arbeitsalltag verändern? Wie wird sich mein ganzes privates Umfeld verändern? Also das waren so die ersten Überlegungen, die ich hatte. Was mich besonders getroffen hat, war auch, dass mein Sportstudio zu hat. Das sind natürlich auch so Sachen, die dann da reinkommen. Aber beruflich war natürlich wesentlich gravierender. Heinerlei, wir haben 1.800 Mitarbeiter. Was machen wir mit denen? Wie geht es da weiter? Wie müssen wir operativ handeln? Was muss alles weggepackt werden? So eine Schließung, das ist ja von 0 auf 100 und fährst runter und weißt nicht, wann du wieder aufmachst. Es muss ja alles das, was im Hause ist, irgendwie verarbeitet werden, beziehungsweise gesichert werden, gezählt werden und so weiter. Das sind ja alles operative Mechanismen, die da in Kraft treten, die ja, koordiniert werden müssen, die angeordnet werden müssen. Also das sind ja alles keine Selbstläufer. Das muss ja zentralseits dann auch dementsprechend erfolgen. Ja, wie seid ihr dann damit umgegangen jetzt, das Thema? Also die Läger waren ja voll, es Ja, wurde genau. beschlossen, dass zu ist. Wie seid ihr damit umgegangen? Was habt ihr mit der Ware gemacht? Habt ihr irgendwie weiterverarbeitet oder habt ihr was Ja, Neues also wir haben aus dem Boden relativ gestampft? schnell das gesamte Sortiment, was wir im Haus haben, sind wir einmal durchgegangen. Erstmal auch am Schreibtisch, also auf dem Blatt Papier und haben gesagt, was ist einfrierbar, was ist wegfrierbar. Haben das dann kundgetan und alle Sachen, die so weit, wir wussten ja zu dem Zeitpunkt auch nicht, wie lange dauert das. Ist das jetzt einfach nur eine Geschichte, die irgendwie 3 Wochen dauert und dann ist vorbei? Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen auf Nummer sicher und frieren schon mal alles ein. Haben das dann den Betrieben kundgetan und alles das, was nicht, sage ich mal, lager- oder einfrierbar war. Das haben wir dann teilweise auf den Tafeln gegeben, soweit sie noch geöffnet haben. Also wir sind dann schon mit den örtlichen, jede Stadt für sich ist dann an die Tafeln herangetreten und hat versucht, die Lebensmittel dann noch weiterzugeben. Okay.
Und jetzt Und ja. in dieser Zeit ist da für euch irgendwie ein neues Geschäftsfeld aufgekommen, wo ihr sagt, okay, wir mussten zumachen, haben aber jetzt vorher keinen Lieferservice gehabt. Habt ihr dann irgendwie einen Lieferservice ins Leben gerufen oder einen Abholservice oder dass ihr irgendwie das Also Geschäft aufrechterhaltet? Wir haben jetzt am Anfang haben wir gar nichts gemacht, also haben wirklich geschlossen gehabt. Die Mannschaft ist in Kurzarbeit. Und wir haben jetzt dann überlegt, letzte Woche, vorletzte Woche, dass wir in 5 Betrieben einen Abholservice machen, also keine Lieferei, weil das ist, macht für uns keinen Sinn, weil wir sind ja immer so an der Peripherie der Städte. Und um das dann da rauszubringen in die Innenstädte oder so, das macht für uns keinen Sinn. Dadurch, dass wir aber große Parkplätze haben und man gut vorfahren kann, haben wir gesagt, okay, wir machen einen Abholservice und da können die Leute dann praktisch im Auto sitzen bleiben und wir bringen die Tagetasche dann ans Auto ran und so. Ne? Also das war unsere Überlegung. Das ist natürlich, das steckt nur in den Kinderschuhen. Wir haben es auch mal als Probanden genommen, wie werden wir das zukünftig machen, wie sieht das überhaupt aus mit dem To-Go-Geschäft, weil wir es natürlich zukünftig dann auch noch ein bisschen weiter ausbauen wollen, haben dann natürlich auch versucht, die ganze Sache jetzt auf eine App dann reinzukriegen, das Ganze Social-Media-mäßig zu performen, so dass die Leute auch wissen, wo können sie es abholen und wie machen wir es, und werden jetzt natürlich auch noch an einem Bezahlsystem arbeiten. Ja. Also das sind jetzt die Learnings, die wir daraus ziehen können. Deswegen haben wir es eigentlich in diesen 5 Betrieben gemacht, damit wir zukünftig gewappnet sind. Also das ist ja eigentlich, also manchmal muss man ja auch positive Sachen aus diesem klar. historischen Jahr rausziehen, wie zum Beispiel, also es geht ja alles schneller. Also ihr seid dabei, Ja. die Bezahlsysteme dann neu zu stricken und Ja, genau. neue Serviceleistungen anzubieten, die sich dann, wie sich jetzt raushört, auch im Nachgang etablieren. Ja. Was ja auch eine schöne Sache ja, ist. Auf Also jeden man Fall muss ja ist auch aus den, positiv. Ja, genau. man muss ja auch gucken, dass man halt viele positive Dinge jetzt auch noch mit rauszieht Unbedingt, ja. aus dieser Zeit. Und also Lieferservice habe ich verstanden, aber wie geht ihr jetzt damit um, wenn es jetzt eine Lockerungsphase gibt? Im Endeffekt, wie stellt ihr euch da auf? Habt ihr da schon über Hygienekonzepte oder irgendwas nachgedacht, wo ihr sagt, okay, wenn es jetzt wieder Ja. aufgeht, außer der To-Go-Bereich, natürlich wird es da von der Bundesregierung Vorgaben geben, wie sie in Deutschland zu durchzuführen sind in den Gastronomien, aber ihr bereitet euch ja wahrscheinlich im Hintergrund schon auf das ein oder andere vor. Und wie sieht Ja, das aus bei euch? selbstverständlich. Also was wir jetzt natürlich gemacht haben, weil wir noch nicht ganz genau wissen, wie geht das mit Buffets weiter, geht das überhaupt weiter? Jetzt tagesaktuell haben wir ja aus Österreich gehört, dass die Buffets erstmal auch bis auf Weiteres verboten sind. Da müssen wir ja trotzdem gucken, wie können wir sicher sein, dass auch, was weiß ich, wenn der Gast selbst mit Sicherheitsabstand zur Theke steht, dass da keiner gefährdet ist, also dass die Mitarbeiter einen Mundschutz tragen, dass die Gäste, die natürlich vor Ort dann keinen Mundschutz tragen müssen, aber zumindest, dass die, wenn die reinkommen, dass sie die Desinfektionsstationen haben, wo sie sich die Hände desinfizieren können, vor den Toiletten natürlich das Gleiche, dass wir gegebenenfalls Marken machen, also wo kann man stehen, ohne sich jetzt dem Angestellten zu sehr zu nähern und solche Sachen, dass wir Dienstpläne machen, dass wir Hygienesysteme machen, dass wir überlegen, wie kochen die Köche so, dass sie sich nicht ins Gehege kommen. Das alles wird gerade von der Taskforce bearbeitet, da haben wir einen Ausschuss gebildet. Und das wird Anfang und Mitte nächster Woche, wenn wir das dann vorstellen, sodass, wenn es dann wieder losgeht, dass die Betriebe auch ganz genau wissen, was sie zu tun haben. Also da gibt es dann auch, wir haben ein E-Learning-System, so oh, auf super. Das jeder Mitarbeiter zurückgreifen kann, da wird das dann eingestellt. Und dann ist das sozusagen gleich für jeden verständlich erklärt und gemacht, ohne dass wir jetzt jeden Einzelnen irgendwie anrufen, ansprechen oder sonst wie müssen. Das ist auch ganz wichtig, also das Thema E-Learning oder sagen wir mal, also die Kommunikation natürlich jetzt an die Mitarbeiter auch, ob das über Videobotschaften oder Lernvideos oder finde ich ein spannendes Thema. Und auch sowas, ich weiß nicht, ihr nutzt ja viel, ihr macht ja viel Marketing, ihr macht viel Social Media. Ja.
Wie seid ihr da jetzt in der letzten Zeit auch, wie seid ihr damit umgegangen? Was habt ihr für Content, sagen wir mal, an eure Gäste denn eigentlich auch so Ja, gespielt? genau. Das ist eigentlich auch noch Also, so spannend, so zu ja, wissen. der Subtitel von Café del Sol ist hier lebt Lebensfreude. Und wir haben natürlich auch versucht, das Ganze positiv zu besetzen oder nicht nur versucht, sondern wir besetzen es positiv, sodass wir die Messages, die wir rausgeben, dass die positiv sind, dass auch schon daran gedacht wird, was ist eigentlich, welches ist das Gericht, was du dir am Tag X, wenn es wieder losgeht, als erstes bestellen wirst. Wo bist du schon wirklich? Hast du Besser auf. Entzugserscheinungen? Was Genau. brauchst du? Ne? Und solche Schön. Geschichten. Und da dann auch so eine Battle draus gemacht und dann was man so macht und natürlich auch tagtäglich irgendwie versucht, Fotos von der Veranda zu machen, von den jetzt momentan im Frühling wunderbaren Vorgärten zu machen, von den Häusern zu machen, die natürlich alle weiter gepflegt werden. Und wir nutzen jetzt die Zeit des Shutdowns natürlich, um die ganze Sache dann auch noch mal zu modernisieren. Jeder malert ein bisschen oder so, sodass wir im neuen Glanz dann auch wieder strahlen. Also Also ihr ich versuche, investiert auch jetzt ja, noch wir in investieren, der ja, Zwischenzeit. genau, Ja. ja, unbedingt. Ja. Also für uns sehr wichtig, dass wir also diese Zeit auch nutzen. Also wir haben jetzt auch wirklich Führungskräftetrainings in dieser Zeit gemacht. Wie gehen Führungskräfte in dieser Krisenzeit um? Was sind unsere Aufgaben? Wie müssen wir auf die einzelnen Mitarbeiter eingehen? Wie wird das in der Zeit sein, wenn wir wieder loslegen? Das ist ja nicht einfach, dass du einen Schalter umlegst und sagst, und jetzt ist alles wie vorher, sondern es werden ja Fragen entstehen. Jeder hat Mitteilungsbedarf. Was ist mir eigentlich in den letzten 2, 3 Monaten überhaupt passiert? Wie habe ich das verarbeitet? Und alles dieses muss man ja aufgenommen haben. Oder jetzt ganz einfach, tagesaktuell, jemanden anzurufen und zu fragen, hey, wie geht's dir? Auch wichtig. Also, dass jeder Ja, weiß, du. wir sind trotzdem für euch da. Also, Das das ist ist jetzt wirklich die soziale Verantwortung auch, ja. definitiv. Aber Thema soziale Verantwortung, ich sag mal, natürlich hat das auch viele Nachwehen auf, sag mal, die deutschen Produzenten, Landwirte. Also es ist ja eine Riesenkette an Problemen, die entsteht. Wie geht ihr mit dem Thema, sagen wir mal, Nachhaltigkeit um oder Regionalität jetzt nach der Zeit, wo man sagt, okay, wir möchten die deutschen Bauern oder nachhaltigen Produzenten da eventuell oder nicht eventuell, sondern mehr stützen? Geht ihr damit, überlegt ihr über nachhaltige Themen in eurer Gruppe oder über Produkte oder Also, über das würde mich mal so interessieren im Endeffekt, ob ihr da so auch ein bisschen schaut, weg von der Globalisierung und Massentierhaltung, sage ich jetzt mal, Massentierhaltung, sondern eher mal so zum regionalen Produkt überzugreifen, um auch solidarisch den deutschen Bauern gegenüberzustehen. Also was wir ja schon die ganze Zeit machen, das ist, dass wir von regionalen Anbietern unsere Obst- und Gemüsegeschichten beziehen. Also das sind zwar als bundesweites Konsortium zusammengeschlossen, aber jedes einzelne Café del Sol hat seinen privaten Anbieter, sage ich mal, der dann zwar zu festgelegten Preisen an die Ware bringt, aber da sehen wir schon zu, dass wir regional da unterstützen. Also dass wir unseren Rucola dann auch, wenn er dann in Deutschland wächst oder so, dass er dann auch aus dem Rheinland kommt, wenn wir irgendwo in Köln sind. Und dass er dann nicht irgendwie, was weiß ich, aus Italien oder sonst woher kommt. Also da achten wir schon drauf. Sehr Für unsere schön. Bavaria-Alm haben wir zum Beispiel einen Anbieter, eine Schlachterei, eine mittelständische aus dem Württembergischen, die uns beliefert. Oder wir haben jetzt tagesaktuell auch gerade für unsere neue Karte, die wir jetzt konzipiert haben, für die Sommerkarte, die wir dann hoffentlich bald an den Start bringen werden, auch mal über Sachen vom Ursprung, von der Transgourmet nachgedacht. Also, dass wir da jetzt mal Karree-Schinken nehmen und sowas. Also, dass wir in diese Schiene reingehen, dass wir jetzt unser gesamtes Konzept umstricken werden und sagen, wir nehmen jetzt nur noch die Kuh Lisa vom Bauern Y hier aus der Umgebung. Das kriegen wir systemisch nicht hin. Aber wir gucken schon immer, dass wir nach Möglichkeit da, was uns zur Verfügung gestellt wird und dass wir dann auch systematisch von Flensburg bis Stuttgart oder bis Garmisch-Partenkirchen machen können, dass wir das schon irgendwo nutzen. Aber Ja. Man muss soll ja die heißen, ich, Realität, genau, muss man ja ja, man auch. muss die Realität sehen Genau. und ich glaube nicht, dass jetzt auf einmal am Tag X dann alle sagen werden, wir gehen jetzt nur noch auf Nachhaltigkeit, nur noch auf Regionalität. Uns ist ganz egal, was das kostet.
Weil ich glaube, es gibt schon einige soziale Einschnitte da und auch finanzielle Einschnitte durch Kurzarbeit, durch Arbeitslosigkeit und, die da kommen werden, sodass die Leute eigentlich froh sind, wenn sie zu bezahlbaren Preisen, die sich jetzt nicht sonderlich groß verändern, hoffentlich, dass sie dann die gewohnte Qualität auch bekommen. Okay. Also meinst du auch, dass der Bürger oder sagen wir mal der Gast allgemein, also schätzungsweise weniger essen geht und dafür jetzt aber dafür qualitativ hochwertiger, dass sich auf die Lebensmittel dann auch auswirkt oder? Also ich glaube eher, dass wenn du privat irgendwas machst, dass du dann bewusster darauf achten wirst oder so, wo kaufe ich mein Fleisch ein oder muss es das wirklich vom Discounter sein oder gehe ich nicht mal zum Schlachter oder auf dem Wochenmarkt oder zum Biobauern. Das glaube ich privat ja. Aber ich glaube, dass die Leute, die zum Essen gehen, dass die ganz einfach unbeschwert sein wollen und dass die jetzt ganz einfach mal sagen wollen, wir wollen einfach mal wieder unter Menschen sein, wir wollen genießen und wir wollen diese ganze Zeit so ein bisschen abstreifen und möchten mal wieder Mensch sein. Also ich glaube, so wird es sein. Und ich kann immer nur sagen, die Menschen aus dem Ruhrgebiet, die auch viele Durchstrecken teilweise in früheren Jahren durchlebt haben, wenn da die Situation am schwärzesten war oder so, sind die am meisten weggegangen und haben sich das weggefeiert oder in Gemeinschaft zelebriert. Also da ist eigentlich so diese Lebensfreude ist da mehr gegeben, als dass wir jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt mal gucken, ob wir da noch irgendwen unterstützen können. Also ich glaube, es wird ein Happening sein. Also gastronomisch gesehen, denke ich mal, wird es ähnlich laufen wie gehabt. Und privat wird man eventuell ein bisschen geschärfteres Bewusstsein haben. Das stimmt. Meine Einschätzung. Ja, nee, das ist sehr gut. Ich hätte noch eine Frage, und ja. zwar, mit was hast du dich persönlich jetzt in dieser Zeit, wo alles geschlossen war, also nicht persönlich, sondern beruflich beschäftigt, wo du sagst, okay, hast du an Speisekarten gearbeitet oder was hast du getrieben jetzt? Also im Prinzip habe ich genau das getrieben, was ich sowieso immer tue, dass ich eben schon, wir müssen ja Speisekarten und so weiter alles im Vorfeld machen. Das heißt, ich habe natürlich jetzt schon darauf hingearbeitet, was machen wir im Sommer, was machen wir im Herbst. Hätten wir auch so gemacht, also ohne Lockdown. Was wir jetzt natürlich vermehrt gemacht haben, ist uns über Hygienekonzepte im Kopf gemacht, über was passiert, wenn wir wieder aufmachen, wie sind die einzelnen Steps, runterfahren war das eine, hochfahren ist das andere. Jeder, der das mal wieder hochgefahren hat, der weiß dann plötzlich, springt der Ofen nicht mehr an oder der Herd, die Flamme geht nicht mehr oder so. Das sind ja alles Sachen, da muss man Nummern haben, da muss man Lösungen haben, die dann sehr schnell auch greifbar sind. Wir haben, wie gesagt, Coachings gemacht. Wir haben das E-Learning noch weiter ausgebaut. Das ist wichtig für uns. Und wir haben natürlich dann auch dementsprechend überlegt, wie werden die Mitarbeiter miteinander arbeiten? Machst du ein Schichtsystem oder wir haben Dienstpläne jetzt mal in die Schublade für Eventualitäten. Das ist, wenn nur Teilöffnungen möglich sind von, was weiß ich, von 10 Uhr bis 18 Uhr oder so, macht das Ganze dann Sinn? Wie arbeiten wir dann? Und solche Sachen, also konzeptionell auch gearbeitet. Aber jetzt in der Zeit, in der Nachzeit, also ihr habt bestimmt wahrscheinlich auch an den Preisen muss man ja auch was tun, weil ich sage mal, die ganze Hygienemaßnahmen, die kosten ja auch irgendwo Geld. Im Endeffekt die Handschuhe, die Mundschützer für die Mitarbeiter. Wird es da bei euch, gibt es da Überlegungen, so wie in Italien, so ein Gedeck, für so ein Hygienegedeck oder irgendwie was denn, zu berechnen? Wir sind ja oder? Inhaber geführt und wir haben da auch mal drüber diskutiert, aber am Anfang wollen wir das jetzt ganz einfach, auch aus Freude heraus, dass unsere Gäste uns wieder besuchen, wollen wir das Ganze erstmal deckeln, dass wir es selber finanzieren. Wenn dann später absehbar ist, dass die ganze Chose doch länger dauert und dass wir diese Mundschütze doch länger brauchen und so weiter, dann kann man darüber denken, aber im ersten Step auf jeden Fall nicht. Also es wird kein Couvert geben wie in Italien. Das Ja, das wird es erstmal nicht geben. Ja. Okay.
Ja, das war Und jetzt das, einfach nur, weil ich sag mal, es ja. kann ja sein, dass es sich längerfristig etabliert und da muss man natürlich halt drüber nachdenken. Das sind ja finanzielle Genau, aber Themen, also das sind jetzt, ja, natürlich sind das aber ich sag mal, finanzielle erster Themen. Step Aber ich denke, im ist ersten es. Step oder so wollen wir jetzt erstmal gucken, was die Bundesregierung überhaupt sagt, Genau. wie die Auflagen sind. Und dann können wir darüber nachdenken. Aber jetzt, sprich heute gesprochen oder so, ist das im Moment kein Thema. Okay. Eine Sache, was, also wir sind ja jetzt schon seit 12 Jahren Ungefähr, ja. zusammen Also in der ja, genau Partnerschaft, so ne? im 12. Transgourmet Bereich. und Café des Ja. Sol, 12. Ja. Jahr. Was ich mitbekommen habe, was wünschst du dir von deinem Handelspartner jetzt so nach dieser Zeit und wo denkst du, ist viel Synergie oder viel Bedarf aktuell da, also jetzt nicht nur einen besseren Preis zu haben, sondern Ja, nee, das ist ja das alte was Thema. wünschst Das du dir? ist, also, ich brauche eine faire Partnerschaft und wir müssen ganz einfach versuchen, wenn das wieder losgeht. Also, A, ist Information immer wichtig, wenn irgendwelche Sachen jetzt rigoros gar nicht mehr am Markt sind oder wenn es wirklich Unterbrechung der Lieferketten gibt oder so, dann ist es natürlich wichtig, dass ich das zum Beispiel weiß, also damit wir gegebenenfalls ein Produkt B dafür an Land kriegen oder ganz einfach auch mal an den Kunden appellieren, dass man sagt, ja, im Moment geht's nicht, aber bitte habt Verständnis dafür. Also wir werden jetzt nicht dann einfach sagen oder so, ja, okay, wir müssen eine neue Speisekarte drucken, weil das ist natürlich in dem System gar nicht möglich, so schnell auf die Schnelle, sondern da muss man halt auf an die Vernunft appellieren. Insgesamt wünsche ich mir natürlich, dass so viel wie möglich an Ware da ist, also bestelltechnisch auch ausgeliefert wird. Und wenn es nicht ausgeliefert wird, dass wir eben dann dementsprechend im Vorfeld informiert werden, dass wir eine Reaktionszeit auch haben, irgendwie Produkt B zu besorgen. Aber es ist Und ja schwierig für beide Parteien, also auch jetzt so ja, in so einen Forecast zu gehen im Endeffekt. genau, Man weil weiß nicht, welche Mengen kommen, wie sensibel ist der Gast, geht genau er essen, geht er nicht das ist essen? das. Also wir haben auf der einen Seite haben wir natürlich die Ware, die wir noch eingefroren haben, die ist da. Auf der anderen Seite sind die Lager in den Transgourmet-Niederlassungen natürlich dementsprechend auch, sage ich mal, aufgeräumt. Und wenn wir jetzt anfangen und mit unseren 40 Läden die Erstbestellung aufgeben, dann kann es natürlich durchaus sein, dass der ein oder andere Artikel nicht da ist, weil der noch beim Lieferanten liegt und erstmal vom Lieferanten geordert werden muss, um die Lager wieder aufzufüllen. Also diese Kette ist natürlich da. Und deswegen müssen wir im Vorfeld darüber sprechen. Wie es geht, aber das denke ich mal, kriegen wir hin. Sollte nicht das Problem sein. Also insgesamt wünsche ich mir Flexibilität und dass die Transgourmet wieder diesen Dienstleistungsgedanken, den sie eigentlich immer hatte, sie den wieder aufleben lässt und dass wir da teilweise auch Hand in Hand arbeiten und kurze Wege haben. Also das wäre wünschenswert für mich. Sehr gut. Ich sehe gerade hier, Ihre Internetverbindung ist instabil. Du warst auch mal kurz ein bisschen aufgehangen, Okay. aber halb so Ja. wild, halb so wild. Jetzt läuft es wieder. Ich fand, das war super aufschlussreich, ein super schönes Gespräch. Was ich noch hinzufügen will, zur Dienstleistung, sei gewiss, ich habe dich jetzt auf dem Schirm. Und Wir ich. werden uns sehen. Wir Ja. werden uns sehen und wäre schön, Ja. wenn wir doch vielleicht ein bisschen enger miteinander Sehr agieren gern. und Ja. wenn ich unterstützen kann auf kulinarischer Ebene und dann bin ich da jederzeit da, ob das auch mit euch Schulungsvideos fürs Personal zu machen oder wie auch immer, da sollten wir uns einfach mal austauschen und Sehr auch, cool. was du vorhin angesprochen hast, zum Thema Ursprung, wenn ihr partiell Produkte da plant oder seht, dass wir einfach drüber sprechen und wir da eng im Austausch bleiben und dass wir alle Spaß an unserer Arbeit haben und wirklich hoffen, dass es Unbedingt. wieder nach vorne Ja. geht. Und ich denke, also mit den Themen, was ihr so bearbeitet habt, habt ihr auch viele, viele Themen, also viele Chancen, die ihr auch nutzt für die Zukunft. Und Allein das, was wir heute machen, ist ja schon so ein Ding, was zukünftig auf jeden Fall bleiben wird, dass man Meetings einfach nicht mehr physisch vor Ort macht, sondern dass man es einfach mal genau. über Zoom macht oder was auch immer. Es Ja. ist ressourcenschonender, Ja, effizienter unbedingt. teilweise Ja. und Ja. Genau. nee, das Gibt finde auch ich super. positive Aspekte. Ja. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, Ralf, es war mir echt ein Volksfest mit dir. Ja, über, merci.
Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und sobald wir wieder reisen können und du mal Luft für mich hast, dann komme ich gerne bei dir vorbei. Sehr schön, wunderbar, Ja? würde mich freuen. Danke dafür. Perfekt. Dann vielen Also Dank dann und bis schwungvolles bald. Wochenende. Ja, ciao. Bis dahin. Bye bye. Ciao. Tschüss.